Naja, den ersten Schritt haben wir jetzt gemacht. Ich muss sagen, dass die Energiewende im Augenblick das Problem hat, dass sie sich auf den Stromsektor konzentriert und unbedingt erforderlich ist, dass die Energiewende auch die anderen wichtigen Sektoren, nämlich den Wärmebereich und den Verkehrsbereich, konsequent angeht. Das heißt, neben der Frage EEG, die sicherlich wichtig ist, und der Frage Marktdesign im Strombereich, auch die anderen Bereiche jetzt erfasst und hier konsequente Lösungen herbeiführt. Ja, ich muss an der Stelle Optimist sein, sonst könnte ich meinen Job nicht machen. Aber ich glaube, das ist schon realistisch. Voraussetzung ist allerdings, dass wir heute beginnen, die notwendigen Maßnahmen zu entscheiden und diese Maßnahmen einzuleiten. Das kann kein Prozess sein, der im Jahre 2040 zu der Erkenntnis kommt, wir sind ja noch weit, weit weg von diesem Ziel, und dann plötzlich abrupt in die Bremsen geht. Sondern es muss ein konsequenter, kontinuierlicher, stetiger Prozess sein. Also ich glaube, heute kann man die Berliner Energietage nicht mehr wegdenken. Das fing ganz klein an und hat sich heute zu einem Ereignis entwickelt, was in vielen Kalendern steht. Und Sie sehen es ja auch an den Teilnehmern und an der politischen Präsenz, dass die Berliner Energietage wahrgenommen werden. Das Thema, was Jahr für Jahr immer wieder neu formuliert wird, ist ein wichtiges Thema. Es passt in die politische Landschaft und es hat sowohl die Aspekte europäische Politik, nationale Politik, die Politik auf regionaler Ebene und auf lokaler Ebene. Insofern, ich kann nur sagen, viel Erfolg weiterhin. Die nächsten 15 Jahre möchte ich dann auch noch miterleben und dann schauen wir mal, wo wir in 15 Jahren denn stehen.